In diesem Video geht es um Bedingungen in der Sprache Python am Beispiel von Drawbot. Ich möchte zeigen, wie du einen Teil eines Programms davon abhängig machen kannst, ob eine bestimmte Bedingung gegeben ist oder nicht. Ich habe dazu bereits eine Fläche mit 100 mal 100 Einheiten vorbereitet und einer Variablen r weise ich den Wert random zu. Random, die Funktion random ergibt immer einen Wert zwischen 0 und 1 und den lasse ich mit der Funktion print hier unten in der Textkonsole ausgeben. Wenn ich das Skript ausführe, dann sehen wir hier Werte 0,97, 0,79, 0,76, 0,58, 0,45. Wenn wir das sehr häufig machen würden, ergäbe das Werte, die etwa gleich oft unter 0,5 liegen als darüber. Und was ich jetzt tun werde, ist, wenn der Wert über 0,5 beträgt, werde ich ein Rechteck zeichnen und wenn der Wert weniger als 0,5 beträgt, einen Kreis. Dazu benutze ich ein sogenanntes If-Statement. If heißt auf Englisch false und jetzt kommt die Bedingung und die Bedingung muss als mathematischer Vergleich geschrieben werden. Das heißt, ich frage, ist r größer als 0,5? In Python kannst du übrigens 0,5 auch so schreiben, ohne die 0. Also das ist die Bedingung, r größer als 0,5. Und dann braucht es einen Doppelpunkt. Und dann könnten wir zum Beispiel sagen, wenn r größer ist als 0,5, dann schreibe ich Kopf und den anderen Fall, also wenn die Bedingung nicht gegeben ist, dann könnte ich schreiben Zahl, weil auf das läuft es hinaus, wir werfen eine Münze und entweder sehen wir den Kopf oder die Zahl. Und wenn ich das ausführe, sehen wir 0,05, das ist unter 0,5, also Zahl. 0,32 ist auch darunter, 0,26 ist auch darunter. Jetzt haben wir zum ersten Mal einen Wert über 0,5 und jetzt wird Kopf geschrieben. Es ist also so, dass diese eingerückten Teile nur ausgeführt werden, nur interpretiert werden, wenn im ersten Fall diese Bedingung gegeben ist und hier die Zeile 9 nur, wenn diese Bedingung nicht gegeben ist. Was nicht eingerückt ist, wird immer ausgeführt. Wenn ich hier Hello schreibe, das Hello wirst du immer sehen, aber Kopf und Zahl sind optional. Und es ist übrigens auch nicht nötig, else zu schreiben. Ich kann fragen, ist es größer als 0,5? Und dann steht hier Kopf drin und wenn nicht, steht gar nichts. Also es ist nicht zwingend, auch für den Fall, dass die Bedingung nicht gegeben ist, auch dafür irgendwelchen Code zu schreiben. Aber wenn du entweder das eine oder das andere möchtest, dann benutzt du else. Und jetzt mache ich entweder ein Rechteck oder einen Kreis, wie ich es angekündigt hatte. Und wenn ich das ausführe, habe ich Rechteck oder Kreis. Ich kann auch anderes tun, zum Beispiel immer einen Kreis zeichnen, aber entweder einen roten Kreis
Landkreis, blau, rot. Diese If-Else-Konstruktion oder diese Struktur kann sehr nützlich sein. Du kannst damit Weichen stellen und Variationen in den Bildern dadurch erreichen, die je nachdem, wie die Bedingungen stehen, zutreffen oder nicht, oder angezeigt werden oder nicht. Also du kannst zum Beispiel, wenn du mit einem Loop einen Raster befüllst, entweder etwas hineinzeichnen oder nicht und kriegst dann Weißraum oder verschiedene Farben oder verschiedene Formen. Und um das hier noch abzuschließen, es gibt außer if und else noch ein drittes Element und das heißt elif. Das ist zusammengezogen aus else und if und das bedeutet eine zweite Bedingung. Also die erste Bedingung trifft nicht zu, dann stelle ich noch eine zweite Bedingung auf und wenn auch die nicht zutrifft, dann kommt die dritte Bedingung, das else zum Tragen. Und elif, hier kommt wieder eine Bedingung. Also zuerst frage ich zum Beispiel, ist es größer als 0,666? Und wenn es nicht größer als 0,666 ist, ab Zeile 8, dann frage ich noch einmal, ja, aber ist es größer als 0,333? Und wenn ja, nehme ich noch eine dritte Farbe, in diesem Fall grün. Und auf diese Weise kann ich fragen, nicht einfach Kopf oder Zahl, sondern ich kann fragen, ist es im oberen Drittel oder im mittleren Drittel oder im unteren Drittel, und habe drei Varianten. Jetzt wird auch zwischendurch ein grüner Kreis gezeichnet, grün, rot, blau. Und solche elif können beliebig oft zwischen dieses if und else geschoben werden. Also ich könnte auch fragen, ist es größer als 0,75? Ist es größer als 0,5? Und dann diesen Block noch einmal hier unten. Ist es größer als 0,25? Und dann hier noch einmal eine andere Farbe, zum Beispiel violett. Und jetzt habe ich vier verschiedene Varianten. Ah, es ist cyan, nicht violett. Das wäre violett. Blau, violett, grün, rot. Also vier verschiedene Möglichkeiten. Das lässt sich beliebig, also du kannst auch 10er Abstufungen machen. So. Ein Beispiel für eine sehr einfache Anwendung, um das ein bisschen weiter zu treiben, wäre hier ein Papier, das ich mit 50 Kreisen bedrucke. Es gibt 50, einen Loop, der 50 Mal Kreise jedes Mal mit einem anderen Durchmesser generiert und die so platziert, dass sie innerhalb des Papiers sind. Darum wird hier immer der Durchmesser des Kreises noch von der Breite abgezogen, bevor die Positionsdaten ausgerechnet werden. So wird nichts außerhalb der Fläche gedruckt. Und hier könnte ich zum Beispiel sagen, wenn die X-Position kleiner ist als die Hälfte der Dokumentenbreite, der Fläche, dann soll es ein Oval geben und wenn nicht, soll es ein Rechteck geben. Und auf diese Weise, ich muss natürlich die Breite durch 2 teilen, sonst ist die Bedingung immer wahr. Also jetzt ist es entweder kleiner als die Hälfte oder höher. Und auf diese Weise hätte ich auf der linken Seite immer Kreise und auf der rechten Seite immer Rechtecke.